Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, während hier der Betreiber des Kanals immer schlecht gelaunt vor der Kamera flieht. Ich hatte aber leider jetzt hier keine andere Aufnahme gemacht, deshalb habe ich es mit reingenommen. Wir schauen uns den zweiten Teil vom Projekt Hirschberg an. Ich hatte ja angedeutet, dass es ein Treffen geben sollte, wo wir das Ganze mal technisch ausprobieren, in einem kleinen privaten Treffen. Über den Fremo ist das ja nach wie vor nicht möglich, weil da alle Treffen gestrichen sind aus Corona-Gründen. Und hier auf dem Foto sehen wir den Bahnhof mal in seiner vollen Länge. Der ist also, ich glaube, 12,5 Meter lang, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, und hier ausgehend vom Schattenbahnhof gibt es das Ganze nochmal in bewegten Bildern. Wir haben hier die 45, nee Quatsch, 90 Grad, 90 Grad Bogen aus mehreren Modulen und hier die Einfahrt in den Bahnhof, Rangierlok. Ein Güterzug steht hier im Ostziehgleis. Drehscheibe sieht man es alles noch nicht so richtig fertig. Es sind auch viele Gleise nicht eingeschottert. Hier vorne ist ein Anschlussgleis. Da hinten auf der anderen Seite ist der Güterbereich. Dann müssen wir hier um die Lokführer hier ringsrum laufen. Tja, und hier haben wir dann hier noch eine Drehscheibe. Die wird dann mal ersetzt durch eine Segmentdrehscheibe. Ist also für die Personenzüge der Nebenbahn gedacht. Ja, und dort haben wir da hinten die Nebenbahn und hier die Hauptbahn. Die wir allerdings hier nicht so richtig angeschlossen hatten, weil wir in der kleinen Halle jetzt auch nicht so viel Platz hatten. Ja, und hier im Vordergrund gibt es dann eine weitere Betriebsstelle. Das wird auch mal ein weiteres Projekt. Und zwar ich habe hier schon mal ein bisschen begrast und werde das also auch noch weiterführen. Und das ist also hier der Abzweig Posthausen. Weiteres Projekt bedeutet natürlich, dass es dann wahrscheinlich eine weitere Videoreihe gibt. Ob ich das dann Projekt nenne, weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann mal sehen. Aber auf jeden Fall will ich ja die Arbeit dann dokumentieren. Ja, hier kommt ein Zug angefahren. Das ist also beim freien Fahren entstanden. Auch hier wird es dann noch ein extra Video geben, für das dieser Zug gefahren ist. Ja. Also wir waren auch mit Epoche 1 Fahrzeugen unterwegs. Das gab auch sehr interessante Züge, die wir dann in dem nächsten Video zu sehen bekommen. Wir haben auch noch was anderes gemacht und zwar haben wir uns dann sozusagen zusammen selber mal so eine Kamera gekauft, wie wir sie von den zweiten Videos her kennen und haben dann hier mal die Gelegenheit, jetzt sozusagen aus der Sicht des Lokführers, also wir würden ja eigentlich jetzt in der Dampflok sitzen, da wäre also die Sicht deutlich eingeschränkt. Na, hier ist also die Kamera auf dem Wagen, der also vor der Lok läuft. Na, also das ist quasi die Sicht, also wenn man vorne vor der Rauchkammer steht oder sitzt. Und wir fahren jetzt von der Nebenbahn ein in den Bahnhof und kriegen sogar ein HP1, also freie Fahrt. Haben hier eine Außenbogenweiche, das hatte ich bisher noch gar nicht gesehen. Das war die erste Perspektive, wo mir das überhaupt aufgefallen ist. Ja, die Signale, da gab es im ersten Teil dann einen Kommentar, dass natürlich für die Operation die Signale nicht so ganz, also ganz richtig sind, weil es ja Bundesbahnsignale sind und wir sind ja hier in der Epoche 2. Und da gibt es dann hier vorne links ein Signal, was dann schon angepasst wurde. Also rechts hier haben wir auch noch eins, ne? Das ist also ein preußisches Gleissperrsignal. Hier haben wir also schon einen schwarz-weißen Mast,
Na, wie das ja in der Epoche 2 üblich war. Wir haben hier dann auch so eine Schelme, ich weiß gar nicht, ob die da ist. Also jetzt rechts kommt das auch noch so ein preußisches Signal, was quasi eine darstellt, dass dort also Zugfahrten enden. Und hier befinden wir uns jetzt wieder in der Ausfahrt in Richtung Schattenbahnhof. Das ist natürlich so, dass die, das war übrigens gerade das Bierdenkmal, ne? Das Bierdeckeldenkmal. Ja, ist natürlich so, dass man die Signale natürlich nicht von einem Tag auf den anderen auswechseln kann, denn die kosten ja auch Geld. Ja, das ist also dann wahrscheinlich ein längerer Prozess, wo dann Signal für Signal ausgetauscht wird. Ja, und hier haben wir das Gleiche nochmal aus Sicht, naja, der Hauptbahn ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil wir jetzt hier den Abzweig Posthausen hier benutzen. Hier dann über den, sind also jetzt auf der Hauptbahn, fahren auf den Gleiswechsel und haben hier das merkwürdigste Signal des ganzen Treffens. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das Signal nicht da war oder ob es kaputt war oder was auch immer. Jedenfalls wurde dann hier der Servo hingelegt und wenn der sich dann bewegt, war das dann die freie Fahrt. Ja, also das ist hier quasi nicht unbedingt vorbildgerecht, aber man muss sich ja irgendwie zu helfen wissen. Man hat doch gerade an der Uhr gesehen, dass wir also einen ganz schönen Sprung gemacht haben. Tja, und jetzt haben wir mit dem Triebwagen hier vorne zusammen eine fast parallele Einfahrt. Die Weichen hier sind übrigens, ich glaube, alle selbst gebaut in dem Bahnhof. Sind doch sehr, sehr lang. Also sowas gibt es dann hier höchstens als, also wer es sich nicht selber zutraut, das gibt es dann höchstens bei irgendwelchen Kleinserienherstellern, Herstellern im Angebot. Ja, als Fazit kann man sagen, also Test gelungen im Großen und Ganzen. Es gab natürlich das ein oder andere Problem, also wie wir das gerade an dem Signal gesehen haben. Es ist auch immer mal die ein oder andere Weiche ausgestiegen und naja, es gab auch die sehr komplizierte Steuerung des Bahnhofs, hat auch ab und zu mal so ihr Eigenleben geführt. Und hat dann so alle Gleise als besetzt bezeichnet und merkwürdige Dinge getan. Aber es gab sicher auch schon schlechtere Tests, also wo dann, was weiß ich, also die Vorahnung von manchen war ja, dass also während des gesamten Treffens dann die Leute quasi unter dem Bahnhof liegen und da diverse Basteleien durchführen. Also so extrem war es bei weitem nicht. Es ist. Es war auch der Zustand, jetzt war auf jeden Fall besser als der Zustand. Der Bahnhof ist ja vorher schon auf Treffen gewesen. Und da gab es also deutlich mehr Probleme, als was wir jetzt nach dem Umbau hatten. Und ich denke mal, das, was da noch anliegt, das ist auch noch in den Griff zu kriegen, sodass es also dann wirklich gut läuft. Zum Schluss gibt es noch ein paar Fotos hier vom Aufbau. Ja, und es gibt dann wahrscheinlich nächste Woche, sofern ich fertig werde, dann ein komplettes Video vom Treffen, wo es also auch interessante Züge gab, gerade durch das freie Fahren. Es war also ein sehr schönes kleines Treffen. Es hat also allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Es war eben nicht nur das Testtreffen, sondern es war also auch einiges da zu bestaunen und zu fahren und zu bewundern. Ja, und mit den Worten hier nochmal dieses tolle Einfahrsignal wünsche ich euch noch einen schönen Abend
und macht was draus.